Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Reihe Konkrete Utopien, ich darf Sie bitten, die Plätze einzunehmen und freue mich sehr, Sie hier alle im Namen der Hertie-Stiftung und der Heinrich-Böll-Stiftung begrüßen zu dürfen. Vielleicht ein paar Sätze zu unserer kleinen Reihe. Die Reihe heißt ja, was du nicht siehst, konkrete Utopien. Die ist auch nicht ganz jung. Es gab schon ein paar Ausgaben dieser Veranstaltung. Und warum haben wir das konkrete Utopien genannt? Vor 2 Jahren hätte ich noch die Rede, die Begrüßung damit wahrscheinlich angefangen, dass ich gesagt hätte, wir leben im Zeitalter des Pragmatismus oder des blinden Pragmatismus und müssen uns dringend wieder und über gesellschaftliche Orientierung, technologisch und sozial unterhalten. Inzwischen würde man wahrscheinlich sagen, wir leben nicht nur im Zeitalter des Pragmatismus, sondern auch im Zeitalter der Dystopien, der Zukunftsängste spätestens. Also eine komplexe Gefechtslage und umso mehr sehen wir uns eigentlich in unserem Konzept bestätigt, hier ab und zu die Frage nach den Utopien aufzurufen. Und zwar, das ist uns wichtig, nach konkreten Utopien. Wir hätten eigentlich ungern eine Debatte über Nirgendwo und Niemandsorte, sondern eher über Visionen und Orientierung, die irgendwie auch realistisch ist und nicht nur den Frust und die Verzweiflung erhöht. Man kann ja an Utopien, wie wir alle wissen, auch verzweifeln, weil sie die Messlatte sehr hoch legen und man kann nur drunter durchspringen. Wir haben heute so eine Art Zwischenetappe, weil wir uns in gewisser Weise gar nicht mit einer konkreten Utopie befassen, wie dem 3D-Drucker oder was auch immer wir da verhandelt haben, sondern nochmal nach der Zukunft der Utopie an sich fragen. So ist der Titel und da kam es uns sehr zu Pass und darüber freuen wir uns sehr, dass Gerhard Matzig als Referent bei uns ist, denn Gerhard Matzig ist nicht nur jemand, der seit langer Zeit in der Süddeutschen Zeitung als leitender Redakteur sehr, sehr interessante, wie wir finden, sehr, sehr inspirierende und interessante Beiträge schreibt zu Stadtplanung, zu Architektur, zu technologischen Entwicklungen, immer an der Schnittstelle von, ich sag mal, sozialer Frage und technologischer Frage. Sondern Gerhard Matzig ist auch jemand, der immer wieder diese grundsätzlichen Fragen: Welche Art von Zukunftsvision brauchen wir? Inwieweit ist die Angst vor Veränderung rational und ab wo wird sie irrational behandelt? Also genau der richtige Mann für unseren kleinen Abend heute. Gerhard Matzig, herzlich willkommen, freuen uns sehr, dass Sie da sind. Ich will last but not least noch mal kurz herzlich danken und zwar im Namen von Michael Knoll von der Hertie-Stiftung und mir. Nicht nur, dass Sie da sind, sondern auch Stefan Depping und Ann-Kathrin Schubert, die wie immer mit großer Leidenschaft diesen Abend mit vorbereitet haben. Dafür vielen herzlichen Dank. Die Veranstaltung wird gestreamt, deswegen Grüß Gott und Hallo auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer draußen vor den Bildschirmen, sagte Thomas Gottschalk, glaube ich, immer. Das sind nicht so viele, aber wir freuen uns sehr, dass Sie auch da sind. Und jetzt möge die Übung gelingen. Gerhard Matzig, das Mikrofon gehört Ihnen. Ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Grüß Gott aus München. Und wir legen gleich los, denn ich habe ja nicht alle Zeit dieser Welt. Was Sie hier sehen, ist die Patentzeichnung eines Teleskops. Warum? Weil mich das sehr an dem Wort Utopie interessiert. Topos, ein anderer Ort, dem griechischen Wortsinn nach, meint ja eigentlich eine räumliche Distanz. Insofern wäre zum Beispiel die Vollendung des Berliner Großflughafens keine Utopie, möglicherweise nur so eine verrückte kollektive Vision. Also eigentlich spricht man von Utopien in einem räumlichen, nicht in einem zeitlichen Sinn und trotzdem ist es inzwischen so,
dass wir darunter immer Projektion auf die Zukunft verstehen. Ich möchte mich hier weder als ein Utopie-Radikal-Fan noch als Gegner outen. Ich möchte es mit Ihnen diskutieren. Ich finde, Utopien haben für mich zunächst einmal etwas grundsätzlich Energetisches. Das sind oft Ideen, Vorstellungen, an denen man sich reiben kann, die man ersehnen kann, aber die man auch befürchten kann. Dann ist es eben die Dystopie. Das heißt, da ist schon mal Energie drin. Das finde ich grundsätzlich erstmal sehr gut. Und wenn man zu den Ängsten kommt, dann ist das manchmal auch verständlich. Ich glaube, dass wir gerade in einer utopiefernen Epoche leben, im Gegensatz zum Beginn etwa des industriellen Zeitalters. Das in die Zukunft gucken ist ja schon vom Wort her gar nicht so einfach, denn viele Epochen vor uns gab es überhaupt keinen Begriff für Zukunft. Damals war das gesellschaftliche Leben eigentlich eine Abfolge des Immergleichen. Das Serielle, der Rhythmus, die Wiederkehr der Jahreszeiten, Geburt, älter werden, sterben, Geburt, das war also eher ein im Kreislauf denken. Es war nicht ein sich weiterentwickelndes Denken. Das hat sich dann beschleunigt. Und von daher ist die Utopie auch ein Kind der Aufklärung. Was für Utopien gibt es im Moment? Fangen wir mit den technischen Utopien an. Das ist ein Bild des Retrofuturismus. Aber tatsächlich gibt es ganz viele Menschen, die sich gerade mit Marskolonien beschäftigen, die überlegen, wie man mit 3D-Druckern auf dem Mars entsprechende Habitate für den Menschen wird ausdrucken können und die sich da Behausungen vorstellen. Das wird bereits erforscht. Einer, der das betreibt, ist Elon Musk, der Tesla-Gründer, Payball-Gründer und natürlich Multimilliardär. Von dem weiß ich persönlich, dass er forschen lässt für sehr viel Geld, wie man auf dem Mars Tomaten züchten kann. Hat er mal ganz stolz erzählt, da sei er schon recht weit. Ansonsten ist Marsbesiedlung, glaube ich, noch nicht ganz so greifbar, aber man macht sich eben entsprechende Gedanken. Überhaupt der Weltraum ist etwas, was zwischendurch mal fast schon wieder out war. Jetzt fasziniert es viele Menschen wieder. Der Weltraumtourismus ist auch eine Idee von Menschen, auch aus dem Silicon Valley. Da tut sich einiges. Nochmal zu Musk zurück. Eine Idee, die er hat, ist auf der Erde. Das ist die Idee des Hyperloop. Hyperloop ist eine Art Verbindung von Magnetschwebebahn und Rohrpost. Sie müssen sich vorstellen, da setzt man sich, da wird man so eingetütet und dann wird man auf etwa 1220 Stundenkilometer beschleunigt und ist entsprechend schnell etwa in einer Stunde von San Francisco nach Los Angeles gereist, in solchen Röhren unterwegs, oder wenn wir es hier verorten wollen, Sie könnten in 11 Minuten in Hamburg sein und ich könnte auch morgen in etwas kürzerer Zeit, als ich es heute geschafft habe, in München sein. Musk hat sich das überlegt, nachdem er einen Wutanfall bekommen hat, als er mal erfahren hat, wie viel das öffentliche Verkehrswesen in Amerika kostet. Und er hat sich das einfach mal ausrechnen lassen. Auch die Deutsche Bahn hat ja einen gewissen Betrag. Ich glaube, es sind um die 30 Millionen Euro für einen Kilometer Schiene umgerechnet. Da hat er sich gesagt, das geht billiger und es geht sehr viel schneller, wenn man das privatisiert. Man hat sich dieses Projekt Hyperloop ausgedacht. Inzwischen gibt es tatsächlich erste Geldgeber, erste Teststrecken. Die erste Testfahrt ist für, ich glaube, Januar angesetzt in der Wüste von Nevada. Es gibt ein Konkurrenz-Hyperloop-Unternehmen von einem deutschen Start-up-Unternehmer. Das sind immer ganz junge Burschen mit ganz, ganz großen Ideen. Und dahinter steckt natürlich etwas zunächst technisch Rauschhaftes. Beschleunigung war immer schon eine typische Sehnsucht der Moderne, angefangen bei den Futuristen über die Rennwagenästhetik, das Dampfermotiv in der Architektur, Beschleunigung, schnell von A nach B zu kommen, das ist seit Goethes Italienreise, glaube ich, eine Sehnsucht der Menschen. Und dieses Projekt soll tatsächlich demnächst
Also es ist nicht unrealistisch, dass man viele technische Fragen nicht geklärt, aber unrealistisch ist es nicht. Genauso wie dieses Projekt, das ganz ähnlich gelagert ist, dies ist eine Idee des MIT. Das ist eine unterseeische Magnetschwebebahn, ganz ähnlich, aber unter dem Meer. Und dahinter steckt die Idee, New York mit London zu verbinden, Fahrzeit 1 Stunde. Durchgerechnet ist es, Investor hat sich noch keiner gefunden dafür. Eine andere Idee betrifft das Feld der Architektur. Das ist XSEED 4000, eine Idee aus den 80er Jahren. Und zwar wollte man damals, hat man ausgerechnet, ob es geht, ein 4000 Meter hohes Bauwerk zu errichten, in dem Menschen leben. Sie sehen links davon den Burj Dubai. Das ist das derzeit höchste Haus der Welt mit gut 800 Meter. So sähe das Leben in diesem XSEED aus. Das untere Bild erinnert mich immer ein bisschen so an die frühen Godzilla-Filme. Also so das Untier steigt irgendwie so aus den Dünsten und bedroht die Menschheit. Es hat durchaus etwas Angstvolles. Und im Bild darüber das Innenleben, sehr grün, viele Ebenen, alles ganz romantisch, ganz viel sozialer Wohnungsbau, vermute ich. Das ist technisch durchaus vorstellbar. Im Moment auch noch nicht so ohne weiteres, aber es ist eine Utopie, die nicht sozusagen komplett wahnsinnig wäre. Ja, diese und andere Ideen werden sehr stark im Siliziumtal in Amerika verhandelt von meist jungen Unternehmern. Früher waren es eher Ingenieure, die sich sowas ausgedacht haben. Heute sind es eher die ehemaligen Start-up-Unternehmer und jetzigen Milliardäre. Zuckerberg ist einer davon, Paul Allen ist einer davon, Jeff Bezos denkt über das Weltall nach. Also die haben alle mit dem Verschicken von Büchern, mit Facebook erstaunlichen wirtschaftlichen Erfolg gehabt, sind noch relativ jung. Möglicherweise ist das auch eine Antriebsfeder für Utopien, das Lebensalter, der Optimismus. Und sie haben eben diese Visionen, wie jenseits ihrer Produkte ein Leben in der Zukunft aussehen könnte. Bei Google gibt es ganze Abteilungen, die sich damit beschäftigen. Das wird dann ganz schön wiederum in der Fiktion wiedergespiegelt, zum Beispiel in einem Buch von Frank Schätzing. Das kennen Sie vielleicht, Limit, da taucht ein Mensch auf, eben, der auch einen Fahrstuhl zum Mond baut und das Patent daran hält und dort das Regolith abbaut, was das Energieproblem der Menschheit löst, weil Regolith hochenergetisch verdichtet ist. Und daraus entspinnt er dann natürlich wieder so einen typischen Schätzing-Roman. Aber die Figur dieser Unternehmer, die ist doch im Querschnitt so eine Zusammensetzung aus den Figuren, die man aus dem Silicon Valley kennt. Oder ein anderes Buch, Dave Eggers Circle, kennen Sie vielleicht auch. Da kommt auch einer dieser Gründerväter vom Circle, was ja ein Zusammenschnitt von Google, Facebook etc. ist, vor, der auch über das Weltall nachdenkt und die auch alle so leicht mischugge sind, aber auch auf faszinierende Weise produktiv. Und die lassen ihre Leute nicht nur ständig an der Verbesserung ihrer Produkte, mit denen sie Geld verdienen, arbeiten, sondern sie lassen sie auch an absolut verblüffenden, verrückten Ideen arbeiten, in der Hoffnung, wie sie sagen, die Welt zu verbessern. Das werden wir dann noch diskutieren, ob das jetzt das wirklich das einzige Motiv ist. Es gibt einen starken und sehr beredten Kritiker des Ganzen, das ist Morozov. Der sagt, die betreiben nichts anderes als Greenwashing oder Social Washing oder Open Washing, also eine behauptete Transparenz, eine behauptete ökologische Art, eine behauptete soziale Einstellung. In Wahrheit sagt er, aber das ist natürlich auch ein linksorientierter Denker, den ich aber trotzdem sehr respektiere, er sagt, in Wahrheit geht es denen ums Geld verdienen. Und das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber vielleicht noch nicht die ganze Lösung. Ich möchte mal ganz kurz zurückkommen, um wieder die deutschen Befindlichkeiten aufzurufen. Zurück ins Jahr 1972. Damals ist die Olympiade in München ausgetragen worden.
Und wenn man das nach heutigen Erfahrungen etwa mit Stuttgart 21 vergleicht, dann müsste man sagen, so etwas Wunderbares wie diese Zeltdachlandschaft von München, von Günter Behnisch entworfen, von Frei Otto berechnet, würde es heute nicht mehr geben. Warum würde es das nicht mehr geben? Als die Olympischen Spiele nach München geholt worden sind, haben sich das ein paar Leute im Biergarten ausgedacht. Das war Willi Daume, damals Franz Josef Strauß und Hans-Jochen Vogel, damals mit 36 Jahren der jüngste Bürgermeister einer großen Stadt in Deutschland. Und die haben das so ein bisschen unter sich ausgemacht. Jetzt bewerben wir uns mal und holen die Spiele nach München. Da gab es also keine große Partizipation, Volksbefragungen, Bürgerentscheid. Dann hat man einen Architektenwettbewerb gemacht und den hat eben Günter Behnisch gewonnen. Günter Behnisch, heute ein weltberühmter Architekt, schon gestorben. Den kannte damals allerdings niemand. Das war sein erster Entwurf. Und ein mutiger Juror, Egon Eiermann, hat gesagt, das ist der beste Entwurf und es ist egal, von wem der ist, das lassen wir bauen. Das würde heute so nicht mehr gehen. Wer sich heute bei so einem Wettbewerb bewirbt, um ein Stadion zum Beispiel, muss nachweisen, dass er schon 400 Stadien gebaut hat und mindestens ein Büro mit 200 Leuten beschäftigt. Also junge, verrückte Ideen gäbe es da nicht mehr. Das war eine sehr verrückte Idee. Der maßgebliche Architekt war übrigens Fritz Auer. Auch damals so ein 32-Jähriger, heute auch an die 80. Und der hat mir mal erzählt, die Strümpfe, die sie verwendet haben für das Modell und um die Kräfte dieses Zeltes zu berechnen, die seien von seiner Frau. Ich darf das hier für die Bauhistoriker erstmals enthüllen. Das sind die Strümpfe von Frau Auer gewesen. Und er hat immer gesagt, wir haben Musik gehört, und zwar Manfred Mann. Ich weiß nicht, den Jüngeren unter uns wird das vielleicht nichts mehr sagen. Also jedenfalls so, Musik, laute Partys und man war völlig euphorisiert, nicht nur über das technisch Ungewohnte, dieses irre Experiment. Niemand wusste, wie man da die Kräfte ausrechnet. Ein solches Bauwerk gab es auf der ganzen Welt noch nicht. Es gab noch nicht die Computer, die das berechnen konnten. Man konnte auch keine Garantie dafür übernehmen. Frei Otto, das war dann der entscheidende Statiker, der sich das getraut hat. Bei dem durfte ich noch studieren und er hat uns Studenten immer erzählt, der kam aus Stuttgart. Jedes Mal, wenn er in München ist, dann nimmt er sich sofort ein Taxi, lässt sich zu dem Zeltdach fahren und schaut nach, ob es noch steht. Sie haben damals der Stadt München auch nur 10 Jahre Garantie gegeben. Und der Fritz Auer hat mir erzählt, er sollte die Kosten schätzen und er wusste auch nicht genau, wie man das macht und ist halt an, auf eine Zahl gekommen, wie sich herausgestellt hat, hat er sich um 1.800% verschätzt. So, und jetzt überlegen Sie mal, den Gegnern des Berliner Großflughafens und Stuttgart 21 bringen Sie mal bei, dass leider die Kosten sich nicht verdoppelt haben, sondern um 1.800% gestiegen sind. Das war aber damals kein Thema. Warum? Weil es auch in eine politische Situation der 1960er Jahre hineinkam, als Deutschland sich der Welt mit diesen Spielen wieder zeigen wollte, als demokratisches Land, als freundliches Land, auch als Land, das irgendwie etwas auf die Beine stellen kann. Da war so eine gesamtgesellschaftliche positive Grundstimmung da. Es gab natürlich auch Kritiker. Ich habe einen alten Spiegelartikel ausgegraben. Die haben damals auch gesagt, das wird zu teuer, das kann man gar nicht bauen. Wer braucht überhaupt die Spiele? Aber das war so ein Spiegelartikel, der verfing nicht in der Gesellschaft. Heute genau umgekehrt. Heute denkt die Gesellschaft eigentlich am ehesten daran, wer braucht denn das? Sie erinnern sich vielleicht auch an die Abstimmung Olympia-Winterspiele in München. Wollten die Münchner nicht. In Hamburg wollten sie die Spiele nicht. Das hat natürlich etwas mit den Erfahrungen mit dem IOC zu tun. Also ich würde auch sagen inzwischen, ich weiß nicht, ob man Geschäfte mit solchen Verbrechern machen möchte. Aber es ist natürlich auch so, dass es ein Defizit an so einer Euphorie gibt und einen Glauben an ein gemeinsames Projekt. Stuttgart 21 habe ich schon erwähnt. Das war eigentlich die Geburtsstunde des Wutbürgers. Damals ein Projekt, das die Deutsche Bahn halt sich so ein bisschen ausgedacht hat und mit der Lokalpolitik verhandelt hat. Die Ingenieure haben was gerechnet und man dachte,
Damit tut man allen Menschen was Gutes, das wollen bestimmt alle, und hat das dann in die Wege geleitet. Und als sich herausstellte, die Kostenrahmen kann nicht gehalten werden, es verteuert sich. Technisch ist es ein bisschen suspekt. Da hat man eben eine ganz andere Reaktion gehabt als in den 1960er Jahren in München. Man hat dagegen protestiert. Das waren beeindruckende Demonstrationen. Ich bin da manchmal zu den auch sogenannten Montagsdemonstrationen gefahren, um das mal zu studieren. Wer ist denn der Wutbürger? Und das waren doch Einwände gegen ein Projekt und eine Ablehnung gegen das technisch Machbare, gegen das Ausklabüserte in den Hinterzimmern, gegen die Politik. Da kam also sehr viel zusammen. Das war im Jahr 2010, als dann der Begriff des Wutbürgers auch geboren wurde und die Soziologen ein neues Feld bekommen haben. So, wer ist der Wutbürger? Ich muss Ihnen das ganz verkürzt geben. Also zunächst mal würde ich sagen, Wut ist nichts Schlechtes, Aufbegehren ist völlig richtig, in Frage stellen ist alles in Ordnung. Trotzdem, und das deckt sich jetzt mit den Studien der Soziologen und auch mit meinen Reporterempfindungen, ich bin ja da nicht wissenschaftlich unterwegs, sondern ich habe mir das halt immer angeschaut, also Waldschlößchenbrücke in Dresden, Stuttgart 21, kein Konzerthaus in Bonn, immer oder ein Abriss einer Kneipe in München. Wann immer sozusagen die Wutbürger da zusammengekommen sind, bin ich da los mit meinem Mikrofon und habe die immer gefragt, was machen Sie denn hier? Was bewegt sich? Ich wollte das verstehen. Und eines ist tatsächlich so, die Wutbürger, obwohl sie eine relativ lautstarke doch Präsenz haben in der Gesellschaft, sehen sich selbst als die Unterdrückten. Also der Wutbürger hält sich für ein Mitglied des gallischen Dorfes, umstellt von bösen Mächten. Die bösen Mächten sind die Römer sowieso, aber eben auch die Medien, die Wirtschaft, die Politik, die Eliten. Das führt bis zum heutigen Tag selbst in die Flüchtlingsdebatte hinein, wo wir es im Wesentlichen auch, wenn wir an die AfD denken, wenn wir an Pegida denken, wo wir es ganz viel mit Menschen, die sind nicht vergleichbar jetzt mit denen, die sich gegen Stuttgart 21 gestellt haben. Aber ein Verbindendes gibt es doch, so eine Empörungsbereitschaft und eine gefühlte Ohnmacht. So, wir werden nicht gehört. Und eine gewisse Angst um die Zukunft. Und eben dieses ist eine schwierige Stimmungslage. Der Wutbürger ist eigentlich alles andere als allein, aber er fühlt sich immer allein und er fühlt sich von Mächten bedroht, die alle nicht mehr mächtig sind. Die Medien sind nicht so mächtig, wie sie denken. Die Politik ist es nicht und die Wirtschaft ist es auch nicht. Aber es gibt so ein klares Feindbild, ein Anti-Elitentum. Dann kommt eine gewisse Gartenzwergmentalität dazu, nämlich Phänomen, dass viele Menschen vieles wollen, zum Beispiel Windkraftanlagen, ja, aber nicht bei uns am Ort. Oder die Umgehungsstraße, ja, aber nicht in meiner Umgebung. Das ist dieses Not in my backyard, NIMBY-Phänomen. Nicht in meinem Hinterhof. Also Veränderungen möglicherweise wünschenswert, aber wenn, dann nicht bei mir. Für mich soll sich nichts ändern. Das heißt, ja, Bahnhof okay, aber nicht, wenn jetzt sozusagen der Weg, den ich immer durch die Schlossgarten gehe in Stuttgart, wenn das jetzt auf ein paar Jahre eine Baustelle wird, dann eben nicht. Das hat natürlich mit gewissen Egoismen auch zu tun. Und ich habe ein paar Leute recherchiert, die also sehr, sehr lautstark waren in dieser Dagegenzeit. Da ging es mal um irgendein Kraftwerk im Schwarzwald, mal ging es um irgendwelche touristischen Geschichten, die da kommen sollten. Also eine Zeit, wo mir viele Bürgermeister auch ganz kleinen Gemeinden gesagt haben, wir haben alle unser Stuttgart 21-Problem, wir haben alle Streit in der Gemeinde. Ich kenne eine bayerische Gemeinde, die haben sich bis aufs Blut zerstritten über 6 Kastanien, weil die eben weg sollten, meinten die einen, und die anderen haben gesagt, auf gar keinen Fall, und hat sich das ganze Dorf zerstritten. Das ist ein Problem, dass das eben zum Stillstand führt dann und dass der Konsens sehr oft schwierig ist.
Und die, die ich da ein bisschen recherchiert habe, das waren dann, die haben oft argumentiert, dass es ein bestimmtes Vorhaben ist unökologisch, nicht zukunftsfähig, kostet zu viel Geld. Und wenn man dann genauer hingeschaut hat, waren die aber irgendwie auch die lautesten und die dann die Bürgerinitiativen gegründet haben. Also ich habe 4 Fälle recherchiert, das waren dann doch Betroffene. Also der eine hatte eben sein Ferienhaus dort, wo etwas gebaut werden sollte in der Nähe und sein Blick wäre beeinträchtigt gewesen und so weiter. Das hat dann der Soziologe auch bestätigt, Frank Walter, Politologe ist er, glaube ich, der hat dann eine Studie gemacht über wer ist der Wutbürger und da war das Ergebnis akademisch, alt, frustriert und egoistisch. Es waren eben sehr viele Hauseigentümer in Stuttgart und auch Berlin, Großflughafen beim Protest waren eben auch vor allem Hausbesitzer. Und es war sozusagen nicht nur eine Angst vor unsinniger Geldverschwendung, sondern es war auch eine reale Angst, dass das eigene Eigenheim vielleicht dann weniger wert sein könnte. Es ist legitim. Es ist nur nicht legitim, wenn man das eine so groß aufbauscht und das andere unter den Tisch fallen lässt. Das waren die Proteste gegen den Großflughafen, aber er kommt ja eh nicht. Ich glaube, dass man da stattdessen das Berliner Stadtschloss aufbauen wird. Das ist die Elbphilharmonie. In ein paar Tagen wird sie fertig. Ich glaube, Hamburg wird sehr stolz darauf sein. Ich finde es fantastisch. Leider kostet es das Zehnfache. Und da ist man als Steuerzahler dann, finde ich, schon auch zu Recht etwas verstimmt. Ein anderer Fall der öffentlichen Empörung hat mit dieser Badewanne zu tun. Das wäre die Badewanne des Franz Theberts van Elst gewesen, in seinem neuen Bischofssitz in Limburg. Und das ist jetzt kein öffentliches Bauvorhaben, sondern eins der Kirche. Es ist aber sehr, sehr symptomatisch. Der hat, also ein Bischof hat natürlich das Recht, sich auch einen schönen Bischofssitz zu gönnen und vielleicht sogar eine freistehende Designer-Badewanne von Philipp Stark. Übrigens für beidseitigen Einstieg, habe ich gelesen. Ich habe mich immer gefragt, naja, lassen wir das. Da war es so, dass der Architekt mir mal die Pläne gezeigt hat und ich bin eben von der Ausbildung her Architekt. Und wenn man Pläne lesen kann und die Kosten, Baukosten sind öffentlich zugängliche Daten, ja, das ist keine Hexerei. Ein Stück Haus kostet je nach Ausstattung, je nach Material, je nach Quadratmeter, in der und der Bauzeit einfach, das gibt man in den Taschenrechner aus, und da kommt man auf eine Summe. Und wenn man sich diese Pläne angeschaut hat, die der Bischof natürlich ganz genau kannte, kam man auf die Summe 30 Millionen. Deswegen ist die interessante Frage, warum er alle Antworten, wie teuer wird es denn, mit 5 Millionen beantwortet hat. Das ist ganz symptomatisch, weil Bauherren, insbesondere auch die Öffentlichen, immer diese Baukosten frisieren. Die werden so lange nach unten gerechnet, vielleicht dachte er, er kann seine Badewanne in Eigenleistung montieren oder so. Das wird mit Hilfe auch der Ingenieure und Architekten, irgendjemand muss ihm ja die Zahlen geben, das wird so lange nach unten gerechnet, bis man zu einer politischen Zahl kommt. Hätte jemand in Hamburg gesagt, die Elbphilharmonie kostet 700 Millionen Euro, dann hätten die Hamburger gesagt, du spinnst wohl. So kam man auf 70 Millionen und die Hamburger haben gesagt, das können wir uns vorstellen. Sukzessive kommt dann immer die Wahrheit raus und da hört auch für mich der Spaß auf. Ich finde, diese Intransparenz und dieser vorsätzliche Betrug ist das eigentliche Ärgernis. Und ich kann dann die Menschen eigentlich schon immer gut verstehen, wenn sie dann wütend sind und sagen, also so geht's nicht. Deswegen plädiere ich dafür, die Dinge vernünftiger zu planen. Sie brauchen eine größere Vorplanung, sie brauchen ehrliche Kosten. Und dann kann man der Gesellschaft ja sagen, wir haben eine Idee für neues Parkhaus, neue Elbphilharmonie, neue Badewanne, was auch immer, oder ein Fahrstuhl zum Mond. Wir überlegen, das wird uns das und das bringen. Wir glauben, es wird so und so viel kosten und wir haben das ausgerechnet. Und wenn das seriöse Zahlen sind, dann kann man ja die Gesellschaft damit konfrontieren und abstimmen lassen. Dann kann man sich eine Mehrheit besorgen, dafür oder dagegen. Ich glaube, insofern hat unsere Empörung und diese Nichtbereitschaft auf Visionen und Utopien einzugehen auch viel mit Enttäuschung zu tun. Und ich glaube, man muss um dieses Vertrauen tatsächlich auf Seiten der Politik wieder etwas mehr werben. Dieser
Vertrauensbruch hat auch etwas mit einer modernen Müdigkeit unserer Zeit zu tun. Hier sehen Sie, ich mag das Bild sehr, das ist der Ärmel von Le Corbusier, einer der größten Architekten der Welt. Noch besser finde ich Frank Lloyd Wright, der war noch vor ihm da. Und Frank Lloyd Wright, also Architekten haben ja ein gewisses Selbstbewusstsein, der musste einmal vor Gericht als Zeuge aussagen und dann wurde er befragt, wie heißen Sie denn und was sind Sie von Beruf? Und Wright sagt, ich heiße Frank Lloyd Wright und bin der bedeutendste Architekt der Weltgeschichte. Haben seine Freunde irgendwie pikiert so auf die Fußspitzen geschaut und ihn später gefragt, musst du denn immer so angeben? Und er sagte, ich konnte gar nicht anders, ich stand ja unter Eid. Diese Künstlerarchitekten, das ist eine Erfindung auch der Moderne, geht auch auf einen französischen Klassizisten namens Le Doux zurück. Der hat damals im 18. Jahrhundert formuliert, Architekten seien die Rivalen des Schöpfers und die Titanen der Erde. Und jetzt sehen Sie diese Titanenhand. 1922, da hat Le Corbusier der Pariser Stadtverwaltung vorgeschlagen, einen größeren Teil der Altstadt einfach abzureißen und mit seinen sehr schönen Wolkenkratzern zu bestücken. Das sei die Idee, wie man zu einem vernünftigen Städtebau kommt. Diese Geste ist natürlich genau die von Gott Vater, wie er Leben einhaucht. Also Architekten der Moderne hatten schon als Utopisten auch immer diesen Gestus drauf, ich mache die Welt neu und besser. Das war eine verrückte Idee wiederum eines Architekten, also allein dafür mag ich die Architekten, weil sie einfach wirklich wahnsinnig viel Verrückte hervorgebracht haben. Hermann Sörgel hatte sich vorgestellt und ausgerechnet, wir senken das Mittelmeer ab, indem wir zwei große Staudämme bauen, einmal Gibraltar und einmal Dardanellen. Und dann werden wir Absenkungen um 100 Meter, das Mittelmeer sozusagen tiefer legen. Aus dem Gefälle werden wir Energie beziehen und das rot eingefärbte, ist dann der Landgewinn sozusagen. Und da können wir dann Menschen entweder siedeln lassen oder wir können das für Getreide verwenden, Viehherden. Also das war schon ein Nachdenken im großen Stil. Aber, und es ist jetzt wichtig, das war ein echter Menschenverbesserer. Der hat sich eben überlegt, die Menschen brauchen mehr Siedlungsraum. Überbevölkerung wurde langsam zum Thema. Sie haben einen Energiehunger und sie haben ein Ernährungsproblem. Und da hat er sich überlegt, wie kann man das alles zusammenlösen, ist auf diese Idee gekommen, die dann leider so verrückt war, dass sie nicht mal die Nazis haben wollten, obwohl die sehr, sehr sonst zugänglich waren für solche Utopien. Und Hermann Sörgel wurde leider in München von einer Straßenbahn beim Fahrrad getötet, unerkannt. So, Frank Lloyd Wright, den habe ich Ihnen schon eingeführt, also das ist der bedeutendste Architekt der Weltgeschichte, wie Sie sich erinnern. Der hat sich mal überlegt, Manhattan abreißen und durch drei 1600 Meter hohe Wolkenkratzer ersetzen. Dafür hatte er atombetriebene Aufzüge vorgesehen, Hubschrauberlandeplätze, etagenweise, alles Mögliche. Da sind wir jetzt schon in der Gegend, vorgestellt hatte das Ende der 1950er Jahre, da sind wir schon jetzt in der Nähe, wo man das realistisch angeht. Die ersten neuen Wolkenkratzerpläne, die ich kenne, gehen auch weit über den Burj Dubai hinaus, also über die 800 Meter und sind schon dabei. Die 1000 Meter Marke wird in den nächsten Jahren wohl geknackt werden. Keiner weiß so richtig warum. Weil es tatsächlich ökonomisch und ökologisch nicht sinnvoll ist, über 300, 400 Meter hinauszubauen. Einfach deswegen, weil der Aufwand, um dort oben, was auch immer, Wohnraum, Büroraum, Verkaufsraum zu schaffen, wird überproportional schwieriger und teurer. Um da hinaufzukommen, brauchen Sie eben Aufzüge, Sie brauchen eine Sicherheitstechnologie, Sie brauchen Materialien, Sie brauchen die Aussteifung müssen. Es wird immer teurer. Mit jedem Meter Höhe wird Ihr Bauen automatisch teurer. Sie kriegen das auch nie wieder rein, weil dort oben sind die Räume auch dann kaum mehr zu nutzen. Sie kriegen ja da nicht wirklich Fläche unter. Also es ist bisher noch keinem gelungen, die Sinnhaftigkeit dessen nachzuweisen. Aber es gibt immer noch potente Bauherren, die sich sowas wünschen. Der österreichische Architekt Hans Heulein hat sich deswegen mal einen Wolkenkratzer in Form eines
erigierten Penises ausgedacht. Kommen wir nochmal zu den Motiven dieser Müdigkeit an den Utopien zurück. Also ich glaube, da schwingt das Pendel. Moderne war ja Euphorie, war Begeisterung für Tempo, war Begeisterung für Wachstum, für höher, schneller, weiter. Und da schwingt jetzt natürlich ein bisschen das Pendel zurück, nachdem man Erfahrungen mit diesen Vorstellungen gemacht waren, die nicht alle positiv waren. Das ist aus Charlie Chaplin, Modern Times. Die Moderne wurde eben auch angefangen, man hat angefangen, sie negativ zu bilanzieren. Die Moderne, das war auch eine Art Entmenschlichung. Man war ein Opfer von Maschinen. Man war, die soziale Frage hatte man ganz außer Acht gelassen oder einfach nicht beantwortet. Nicht alles hat funktioniert. Es gab technische Katastrophen, denken Sie an die Titanic oder an die Concorde. Denken Sie an die NASA-Abstürze. Also es gab Erfahrungen, die einem gesagt haben, Technik ist nicht nur ein Abenteuer, sondern manchmal auch ein Abenteuer, das schief gehen kann. Das waren auch kollektive Erfahrungen. Tatsächlich, immer wenn wir eine neue Technologie haben, dann haben wir so zwei Fraktionen, die sich gegenüberstehen. Das eine sind die Euphoriker, die Utopisten, die sagen, das wird ganz großartig, dadurch verändert sich jetzt die Welt. Vor kurzem ist erst der Nobelpreis für Physik vergeben worden. Ich bin kein Physiker, aber ich glaube, da tut sich ganz Erstaunliches im Quantenbereich. Da hat man plötzlich Körper, die exotisch reagieren und plötzlich Dinge tun können, also Leitungen können plötzlich Dinge tun, die es in der normalen Physik bisher nicht gab. Natürlich werden sich unsere Computer dadurch komplett verändern und die Experten sprechen davon, die Rechnergeschwindigkeit könnte sich jetzt verhundertfachen auf einen Schlag. Dadurch verändern sich natürlich Dinge, dadurch wird ein Fahrstuhl zum Mond ohne weiteres wieder denkbar. Das hat man in den 1960er Jahren auch schon mal ausgerechnet, das ist nicht unmöglich. Aber auf der anderen Seite haben wir die Pessimisten, die sagen, bei jeder neuen Technologie, das wird ganz schlimm, das ist das Ende der Menschheit. Überlegen Sie nur, als die Eisenbahn erfunden wurde, da haben sehr ernsthafte Menschen gesagt, also wir halten, das war so Tempo, ich weiß nicht mehr, 14 Stundenkilometer war die erste Fahrt und dann ist man so langsam in den Bereich von 20, 25 Stundenkilometer vorgedrungen und da haben dann die Leute ausgerechnet, Mediziner, Gutachter, Experten, dass der Mensch das nicht aushalten kann. Ja, er sei physisch nicht in der Lage, so ein hohes Tempo körperlich zu überleben. Es gab den berühmten Professor Nacke, der hat, als das Automobil aufkam, in einem bahnbrechenden Aufsatz davor gewarnt, so ein Automobil zu betreten. Vor allem Frauen habe er davor gewarnt, die würden durch das Aufschaukeln im Fond erstens in eine unnötige Laszivität geschaukelt. Das würde zu einer sexuellen Enthemmung der Gesellschaft führen und alle Ordnung würde kaputt gehen. Das war ein sehr ernstzunehmender Medizinalrat, Dr. Nacke, mein Lieblingsaufsatz zu dem Thema. Also diese Ängste gibt es immer, manchmal ist es Hysterie. Manchmal haben die Menschen trotzdem so ein grundvorsichtiges Gefühl. Die Medien schließlich haben eine ganz wichtige Rolle, weil von der Angst leben wir. Das ist nicht aus der Süddeutschen Zeitung. Ich bin da ganz froh darüber. Aber nachdem auch unsere Bilder immer größer, farbiger und testosterongesteuerter werden, denke ich manchmal, vielleicht kommen wir da noch hin. Das ist aus der Bild-Zeitung. Das war, helfen Sie mir, wie hieß die Plattform im Golf von Mexiko? Deep Horizon. Das war das Unglück und illustriert hat es der Mensch von der Bild-Zeitung dann so. Ich weiß nicht, warum diese Frauen da, aber sehr klar, man verkauft sozusagen Sex-Sells, Angst-Sells aber auch. Also diese Katastrophe über die Medien wird potenziert und das strahlt natürlich wieder auf die Gesellschaft zurück. Je öfter wir erzählen, etwas ganz Schlimmes ist passiert und da schon wieder ein Zugunglück, eine Flugzeugkatastrophe, ein Terroralarm, desto mehr haben sie das Gefühl, oh Gott, alles ist gefährlich. Es ist nachweislich so, dass die Medien extrem viel über Kindesmissbrauch berichtet haben. Seit den 1970er Jahren hat der Professor Pfeiffer mal eine entsprechende Studie anfertigen lassen, sodass man in Mitte der 90er Jahre bis heute das Gefühl hatte, Jugendkriminalität, Kindesmissbrauch,
in solchen Kategorien, wollte das aufgeschlüsselt haben, exzeptionell zugenommen in der Gesellschaft. Tatsächlich kann man aber nachweisen, das Gegenteil ist richtig. Zum Beispiel Kindesmissbrauch war in den Kriegsjahren viel, viel stärker. Und auch in der Nachkriegszeit, da wurde nur nicht drüber geredet. Das wurde auch nicht veröffentlicht. Und deswegen haben wir jetzt das Gefühl, das hat es damals gar nicht gegeben, gute alte Zeit, und heute ist das ganz schlimm. Das stimmt oft einfach nicht und die Medien spielen da eine gewisse Rolle. Wir fangen jetzt auch an, uns kritisch zu hinterfragen. Die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel wird nicht mehr so ohne weiteres die Terrormeldung weitergeben, die wir früher noch auch aufgegriffen haben, sondern wir fragen uns jetzt immer, ist das eine Meldung, die einem weiterhilft, oder ist es eine Meldung, die Angst macht? Wir bringen auch nicht mehr Selbstmordattentate zum Beispiel so ohne weiteres und haben da versuchen gerade an einem Kodex zu arbeiten. Das ist alles nicht ganz einfach, es geht ja auch um Auflage, aber die Medien, ich will mich da gar nicht ausnehmen, auch wenn sozusagen Hysterie nicht mein Fachgebiet ist, sondern schöne Architektur, spielen eben eine Rolle. Das war Terroranschlag in Madrid, können Sie sich auch erinnern. Das schürt natürlich kollektive Ängste, auch vor der Technologie, die dahinter steckt. Terror ohne Technologie ist gar nicht denkbar. Wir haben Angst inzwischen, das zeigt sich sehr schön an einem Weltbestseller, der vor 100 Jahren herauskam. Die Welt in 100 Jahren war eben damals das Thema. Damals hat man ein Buch gemacht und hat Experten, Literaten, Techniker, um Statements gebeten und die in dieses Buch gepackt. Wie stellen Sie sich die Welt in 100 Jahren vor? Und hat damals, wenn man das Buch querliest, dann einer hat die verrückte Idee, die Leute werden ihr Telefon mal hier in dieser Tasche haben, bei sich tragen. Und das führt er dann so auf und haben natürlich die Leser gesagt, er ist ja völlig verrückt. Das war aber tatsächlich die Vorhersage des Handys. Und 80% der Vorhersagen waren positiver Natur. Das heißt, die Menschen haben sich eine Technik vorgestellt, die ihnen helfen wird und die die Welt besser, friedlicher machen wird und wohlhabender. Das war zu 80% eine positive Utopie. Und ein Verlag hat sich dann dieses Buch genommen und diese Buchidee und hat das für die Jetztzeit wieder machen lassen, also 2112, wiederum die Welt in 100 Jahren und jetzt hat sich das Verhältnis umgedreht. 20% sind noch positive Vorstellungen, 80% sind negativer Art, also angstbelastet, auch bei den Experten. Die sehen also eine Welt voraus, die den Hungersnöte nicht bewältigt, die den Krieg um das Wasser führen wird. All diese Dinge, alles Gedanken, die nicht unberechtigt sind, keineswegs. Nur es hat sich halt diese Grundhaltung verändert. Man hat damals Positives erwartet und erwartet heute eher Negatives. Umso mehr erwartet man übrigens Negatives, wie man in einer wohlhabend saturierten Gesellschaft lebt, weil die Angst bei denen, die schon sehr viel haben, etwas zu verlieren, natürlich größer ist. Das heißt, wir in Deutschland leben eigentlich in einem, glaube ich, fantastischen Land. Viele Menschen wollen hierher. Alle Freunde, die wir haben in anderen Ländern, glaube ich, bestätigen uns immer wieder, euch geht's so gut, euch geht's so gut. Nur wir scheinen das irgendwie nicht zu verinnerlichen. Deswegen gibt es eine Art Neo-Biedermeier jetzt. Das ist für mich die jetzt beherrschende Epoche. Ich komme jetzt auch zum Ende. Das Biedermeier war die Zeit nach der Restauration. Das war eine Rückbesinnung aufs Private. Es war ein Misstrauen gegenüber den öffentlichen Dingen. Es war ein Misstrauen gegenüber der Technik. Es war eine Reromantisierung der Gesellschaft, ein Rückzug ins Ich. Und das führt dann zu solchen Produkten. Das ist ein Verkaufsschlager von Manufaktum. Das ist aus Bakelit. Und man kann mit diesem Telefon, kostet 249 Euro, kann man tatsächlich nur telefonieren. Und das wünschen sich eben ganz viele Menschen, weil sie mit dieser Multifunktionalität der Geräte nicht das Positive verbinden, sondern sie verbinden damit Stress und sie verbinden damit einen Verfall der Kultur. Also ich sehe auch meine drei Kinder immer mit diesen Dingen rumlaufen. Jetzt muss man schon an der Straßenbahn irgendwas ins Trottoir einfräsen, damit die da nicht rüberlaufen, sondern also man überlegt ja, Ampeln auf den Boden zu legen in gewisser Weise. Haben Sie vielleicht schon gehört, weil es schon ganz viele Unfälle gegeben hat, weil die Leute nicht mehr gucken. Und da sagen natürlich die Skeptiker, oh Gott, ist das schlimm. Sie kennen vielleicht das Buch Digitale Demenz.
Ich glaube, also das ist jemand, der sagt, wir erkranken alle an diesen Dingen und das soziale Zusammenleben verschwindet und die Leute verblöden. Und es gibt auch Nachweisversuche dann dafür. Und ich stelle mir immer vor, wenn man das umdrehen würde, also derjenige, der digitale Demenz geschrieben hat, der würde, wenn man es umdreht, also man würde jetzt das Buch erfinden, nachdem wir aus einer Kultur der Digitalität kommen, würden wir jetzt plötzlich ein analoges Buch haben. Dann würde der gleiche Experte, glaube ich, nachweisen, die Kinder, die sprechen gar nicht mehr miteinander, die sitzen nachts mit der Taschenlampe im Bett und gucken und lesen diese seltsamen Bücher und vom Umblättern würde der Daumen sich verändern. Da habe ich manchmal das Gefühl, da ist wirklich viel Hysterie im Spiel. Die Politik hat immer Angst vor ihren Wählern. Das ist etwas, was Horst Seehofer ganz fantastisch findet. Wir haben ja gerade ein Problem in Bayern. Wir wollen unbedingt Windenergie und wir wollen günstigen Strom und der kommt aus dem Norden oder von hier. Und wir in Bayern wollen aber keine Stromleitung sehen. Also hat er seine Designexperten beauftragt, mal ein paar Studien machen zu lassen. Wie können wir dem Bürger Stromleitung verkaufen in Zukunft? Das war so ein Vorschlag. Der Wutbürger ist also etwas, wovor ich ein bisschen nur Angst habe, weil er tatsächlich schon unsere Gesellschaft stark verändert hat und weil er erstmal für Stillstand sorgt. Positiv ist er einer, der dazu beiträgt, dass unsere Demokratie besser wird. Partizipation ist, glaube ich, völlig richtig, aber es gibt eben auch Negatives. Auf der positiven Erfahrungsseite, das ist der Eiffelturm, als der im 19. Jahrhundert gebaut wurde. Auch da wusste keiner, warum. Der Gustave Eiffel meinte nur, weil ich es kann, weil man das bauen kann. Das hat ihn fasziniert, hat sein privates Geld dafür gegeben. Ging es noch nicht um Steuergelder. Aber es gab einen Aufschrei damals in Paris unter den Intellektuellen. Die haben sich alle versammelt und haben dagegen protestiert. Und wenn man das so nachliest, Paris wird entehrt und ein Monster entsteht mitten in unserer Stadt und das gute alte Paris wird zur Beute gemacht und quasi vergewaltigt von diesem obszönen Turm. Dann freut man sich, weil als vor ein paar Jahren dieser Turm begrünt werden sollte, das sollte so eine ökologische Kunstaktion werden in Paris, da hat man gesagt, für ein paar Monate begrünen und bepflanzen wir den Turm. Da haben also die Enkel dieser Empörten von einst aufgemuckt und haben gesagt, Paris wird entehrt und dieser wunderbare Turm wird jetzt skandalöserweise vergewaltigt. Das war praktisch der gleiche Wortlaut, nur diesmal in verteidigender Absicht. Das heißt, manche Utopien, Techniken, Vorstellungen brauchen einfach ein bisschen länger. Letzter Satz von mir. Ich habe Ihnen manches an Technik gezeigt. Weil, und das ist etwas, was mich sehr beschäftigt und vielleicht kommen wir im Gespräch noch drauf, ich finde, es gibt sehr viele technologische Utopien und Vorstellungen, es gibt aber sehr wenig soziale. Und das scheint mir das eigentliche Problem unserer Zeit zu sein, dass wir zwar Technikvorstellungen haben, aber keine Sozialvorstellungen. Das Werk Utopia, das ist ja die Urmutter aller Utopien. Das war eine Vorstellungswelt auch über eine bessere Gesellschaft. Die ist zwar gut, dass sie so nicht gekommen ist, also Privateigentum gäbe es nicht mehr und solche Dinge, aber interessant, der Autor Morus hat sich eben auseinandergesetzt mit der gesellschaftlichen Vision. So, was passiert auf der sozialen Seite? Und ich glaube, unsere sozialen Träume sind sehr, sehr klein. Also was haben wir? Also ein Grundeigentum zum Beispiel, haben vor ein paar Jahren alle auch noch gesagt, völlig verrückt. Inzwischen sagen die ersten Volkswirte, könnte ganz interessant werden. Aber es gibt, oder Occupy, nie wieder was gehört. Es gibt sehr wenig sozusagen, was haben wir wirklich für starke, völkerübergreifende Visionen von einem besseren Morgen, von einer besseren Gesellschaft, nicht nur von schnelleren Transportmitteln, sondern von einem besseren Leben. Das scheint mir nicht mehr in der Balance zu sein und das ist mein eigentliches Problem. Da wünsche ich mir viel mehr Utopien auf dieser Seite. Ich habe sie aber auch nicht zu bieten. Ich kann mich nur noch bei Ihnen jetzt bedanken. Sie haben jetzt schon sehr schön ausgeharrt. Danke für die Geduld und auf eine bessere Welt. Dankeschön. Ja, lieber Gerhard Matzig, vielen Dank für den inspirierenden Vortrag.
Danke auch für die Provokation, die sicher enthalten ist, gerade hier mit Blick auf eine grüne Strömung, die ja immer beides war, wenn ich das richtig sehe, nämlich sehr utopisch, sozial, auch technologisch durchaus, und die gleichzeitig in anderen Teilen ja immer auch so was Restauratives hatte und auch was sehr Technikskeptisches. So. Das heißt, wir sind hier natürlich in der Frage, die uns alle sehr bewegt, und ich würde Sie bitten, vielleicht schon Ihre Fragen und Anmerkungen sich zu überlegen. Ich wollte jetzt, um das Feld noch mal ein bisschen zu sortieren, vorneweg noch mal gern so drei, ja, wenn man so will, kategoriale Fragen stellen. Und die erste Frage wäre genau die, mit der Sie geendet haben. Ich wollte nämlich noch mal fragen, wie aus Ihrer Sicht eigentlich sozusagen Sozialutopien und technische Utopien zusammenhängen oder wie man das zusammendenken könnte. Also ist aus Ihrer Sicht der Technologieutopist sinnvollerweise gleichzeitig auch jemand, der soziale Utopien haben muss? Oder gibt es da so eine komische Arbeitsteilung? Der eine ist halt der Freak und der Nerd, der irgendwie verantwortungslos produktiv ist, und die anderen können dann sich die soziale Frage hinterherstellen? Oder bräuchten wir eigentlich auch eine andere Form von Technik-Utopie, die von vornherein viel stärker sich auch als Sozial-Utopie begreift? Das würde uns, glaube ich, alle interessieren. Also ich glaube, es sollte idealerweise Hand in Hand gehen, weil es nur dann auch produktiv wird. Wir sehen ja also bei den Hochhäusern zum Beispiel, dass nicht alles, was technisch machbar ist, auch sinnvoll ist. Und das ist eben eine Veränderung gegenüber den vor 100 Jahren, als praktisch jede Veränderung von den Utopisten als positiv auch erstmal vermerkt war. Jede Veränderung war, das war Beschleunigung, das war das Neue. Das Neue hatte eine ganz unerhörte Strahlkraft. Das hat es ein bisschen verloren, weil wir inzwischen wissen, nicht alles, was neu ist, macht auch die Welt besser. Es gibt Neuerungen, die wir am Ende negativ bilanzieren und wo man sagen muss, eine Veränderung, ein Satz von Adolf Loos, eine Veränderung, die keine Verbesserung ist, ist eine Verschlechterung. Es bedeutet Energieaufwand, es bedeutet irgendwie Baumaßnahmen, es bedeutet Streit in der Gesellschaft, und wenn das nicht zu einer Verbesserung führt, dann war einfach der Energieaufwand zu hoch und ist durch nichts zu rechtfertigen. Deswegen glaube ich, muss Technik und Soziales schon zusammengehen. Es kann nicht mehr nur bedeuten, also der Hyperloop ist für mich, ja, ich bin ja Technikfreak, ich bin ja Autofan, darf man hier gar nicht sagen, glaube ich. Ich bin auch Zugfan und Fahrradfan sowieso, aber auch da schnelle Fahrräder. Also ich kann die Futuristen, die, also das kennen Sie, das futuristische Manifest, da hat ja Marinetti hat damals eben sich vorgestellt, wir werden die Hunde plattfahren wie mit Bügeleisen, und ein Rennwagen ist schöner als die Nike von Samothrake, und das war ja so ein Rausch, ja. Das war, ich kann das durchaus verstehen, aber ich glaube, jetzt muss man nicht nur sagen, wir können mit dem Hyperloop technisch auf 1200 Stundenkilometer beschleunigen, sondern man muss auch sagen, wozu? Also welche Menschen oder Waren transportiert man damit zum Beispiel umweltbewusster von A nach B? Oder billiger die Menschen, dass sie zu ihrem Arbeitsplatz kommen? Das wäre für mich zum Beispiel faszinierend. Also in Niederbayern gibt es keine Arbeitsplätze, die sind alle in München, aber die Niederbayern können sich in München die Mieten nicht leisten. Das ist natürlich eine Utopie, da etwas zu haben, wo ich auch von Niederbayern aus in 10 Minuten an meinem Arbeitsplatz bin. Also da verbindet sich dann Technik, Geschwindigkeit mit einem sozialen Anliegen oder mit einem politisch sinnvollen Frage. Und dann wird es interessant. Wo man sich zum Beispiel nochmal unter utopischen Gesichtspunkten, zum Beispiel sozialen Wohnungsbau, also die Avantgarde des sozialen Wohnungsbaus 20er, 30er Jahre angucken könnte und so weiter. Eine zweite Frage, die ich unbedingt nochmal stellen wollte, ist diese Diagnose sozusagen der Veränderungsangst und der Veränderungsskepsis, was ich für die Bundesrepublik eher auch so beschreiben würde. Ist das eigentlich eine nationale Diagnose, eine europäische oder eine globale?
Weil ich meine, all die Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, sind ja, das sind ja massive Utopien, bloß dass sie halt, ob sie jetzt sinnvoll sind oder nicht, jedenfalls nicht aus Deutschland kommen. Ja. Also das ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass, um beim Hochhaus zu bleiben, da hat sich ja Amerika, die Wiege des Hochhausbaus, Chicago, New York, nahezu verabschiedet. Also die wollen in diesen Wettbewerb um immer höhere Häuser, was mal zur Skyline von New York geführt hat, gar nicht mehr mithalten. Europa sowieso nicht. Jedes Hochhaus in München. In München gibt es ein Verbot durch Bürgerentscheid für Häuser, die höher sind als 100 Meter. Ja, da fängt der russische Patriarch gar nicht erst an, darüber nachzudenken. In Russland, im asiatischen Raum, in Afrika sind im Moment die höchsten Hochhäuser geplant. Ich kenne viele Architekten, die moralisch ein bisschen bedenklich sagen, ich baue ganz gern für die Chinesen. Da gibt es nicht so viel hin und her, da hat man schnell Entscheidungen und das wird einfach umgesetzt. Also ich glaube, der Veränderungswille in anderen Regionen, weil der Hunger dort auch ein höherer ist nach unserem Wohlstand, nach unserem Prestige, nach unserer Technik, ist sehr viel größer als bei uns. Also saturierte Gesellschaften, auch Demografie spielt da hinein. Ältere Gesellschaften sind veränderungsresistenter. Vorletzte Frage von mir, wenn man mal so ein bisschen überlegt, was könnte eigentlich helfen bei einer neuen Erzählung von Zukunftsvisionen und Utopien, halten Sie das für interessant, sozusagen mit Blick auf die bisherigen Erfahrungen zu unterscheiden zwischen dezentralen Utopien und diesen zentralistischen Großprojekten, weil bei den Beispielen, die sie genannt hat, könnte man ja auf die Idee kommen, okay, das Problem ist sozusagen gar nicht die Technik-Utopie, sondern es ist sozusagen der in gewisser Weise autoritäre Charakter dieser Großprojekt-Utopien. Sozusagen, also die Idee quasi mit so einem Schalter, mit einem Schalter die Weltprobleme zu lösen. Es gibt ja ganz andere Utopien, die sozusagen viel mehr auf Vernetzung und Dezentralität angelegt sind, und vielleicht ist es ja kein Zufall, dass Sie eigentlich keins dieser Projekte exemplarisch jetzt genannt haben, sondern immer diese phallischen ich glaube, da haben Sie phallischen Großprojekte. Ja, da haben Sie völlig recht. Ich glaube, dass das eher die Zukunft ist. Also weg von den ganz großen Gesten. Die Utopie wird natürlich einbüßen an Emblematik. Die letzte große Wohnbau-Utopie, wieder ein Münchner Architekt, auch ein Verrückter, der hat sich ausgedacht, ein einziges Habitat, eine Röhre, 300 Meter hoch aufgeständet, die einmal komplett um die Erde herumgeht. Das war in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Er nannte es auch die Röhre. Günther Eckert hieß der Architekt. Damals war die Weltbevölkerung 4 Milliarden und er hat gesagt, ich packte 4 Milliarden in ein Habitat hinein. Und das hat er durchgerechnet. Also er hat 10 Jahre dran gesessen und das ausgerechnet. Damit ist, glaube ich, einfach der Menschheit, das ist faszinierend, aber damit ist der Menschheit nicht geholfen, sondern dann würde das kleine Wohnbau, die kleine Wohnbau-Utopie, möglicherweise, was machen wir aus Tempelhof? Also im Moment ist es ja, glaube ich, einfach Hundewiese und Grill und schön, alles schön. Aber ich glaube, hätte man da nicht einfach gesagt, wir machen, ja, jetzt lege ich mich mit den Berlinern an. Deshalb habe ich mir schon gedacht. Ich glaube, der Fehler war, ich kann die damalige Bürgerbefragung gut verstehen und auch das Ergebnis. Ich glaube, der Fehler war, man ist mit ganz konventionellen Wohnideen und ganz konventionellen Parkideen an diese Sache reingegangen. Und hat damit einfach nur gesagt, wir machen so weiter wie bisher. Und das ist es eben nicht, das reicht nicht mehr. Da wäre eine kleinere, aber vielleicht eine modernere Utopie, weil das Wohnen der Zukunft kann tatsächlich ganz anders aussehen, wäre hilfreicher. Aber diese großen Gesten, das funktioniert, glaube ich, nicht mehr. Es funktioniert auch nichts Weltumspannendes mehr. Letzte Frage, die daran ganz gut anknüpft. Sozusagen Forschung und Experimentalismus und die Frage öffentlich-privat. Stuttgart 21, Sie haben das kurz aufgerufen, viele andere Projekte
war ja ein sehr, sehr massives Argument, wahrscheinlich sogar das stärkste überhaupt, dass es hier ja um öffentliche Gelder geht, und zwar in exorbitantem Umfang. Während die Beispiele, die Sie jetzt angeführt haben aus den USA, ja alle auf so einem kapitalistischen Privatmittelheldentum fußen. Wo würden Sie denn, also sehen Sie da eine politische Verantwortung, eine öffentliche Verantwortung bei der Entwicklung von Utopien, oder sind Sie da eher libertär unterwegs und würden sagen, naja, das ist schon ganz gut, dass das diese Daniel Düsentriebs da machen und nicht der Staat oder der öffentliche Raum? Ich glaube schon, dass es gut ist, dass es diese Düsentriebs gibt, aber ich glaube auch nicht jedem Airbnb- und Uber-Unternehmer, dass er immer nur sozusagen den Wohlstand für alle im Blick hat. Der hat natürlich einfach erstmal seine kapitalistischen Eigeninteressen. Das ist in Ordnung. Also das ist in der Geschichte der Innovation, war die Privatinitiative, das private Risiko immer wesentlich. Aber der Staat darf sich da nicht in die Ecke des nur Restaurativen drängen lassen. Da muss das, ich meine, es kommt alles aus der Bildung, und da ist der Staat nun mal an der Wiege des Ganzen. Da ist er auch in der Verantwortung, in die Zukunft zu denken. Also ich finde, dass die Parteien gerade wahnsinnig viel mit Gegenwart zu tun haben und Abwehr und ganz wenig in die Zukunft denken, auch mutlos geworden sind. Die haben natürlich auch Angst vor jeder stimmungsdemokratischen Erregung. Die trauen sich schon nicht mehr zu formulieren, was sie sich vorstellen, weil sie dann denken, dann bin ich 2 Wochen hier weg. Und diese Feigheit rächt sich, glaube ich, am Ende. Vielen Dank. So, jetzt hatten Sie genug Zeit, um sich warm zu laufen. Wir haben ein Saalmikrofon, wir haben sogar 2 Saalmikrofone, unglaublich, was wir hier für technische Möglichkeiten haben. Und ich würde vorschlagen, dass wir einfach von links nach rechts gehen und fangen hier vorne an. Bitteschön. Ja, Hartwig Schulte-Loh. Ich habe 2 kurze Fragen. Einmal, Sie sprachen davon, dass es halt soziale Utopien geben sollte und dass man intensiver über sie nachdenken muss. Hat das nicht wesentlich auch damit zu tun, dass man über die Zukunft der Arbeit nachdenken muss, die ja auch tatsächlich sehr eng mit Technik verknüpft ist? Erste Frage. Zweite Frage, vielleicht an die falsche Adresse oder auch an die richtige, aber nicht zumindest an den Architekten. Wir haben in den letzten 2 Jahrzehnten ja unglaubliche Entwicklungen, beispielsweise in der Medizintechnologie, wo sich ja auch viele Utopien herumranken. Das heißt, bis zur Utopie halt des ewigen Lebens, aber auf jeden Fall halt einer posthumanistischen hybriden Gestalt, die dann ein vollkommen anderer und seltsamer möglicherweise Mensch ist. Was denken Sie zu dieser zur Medizinentwicklung? Vielen Dank. Wir würden ein bisschen sammeln. Bitte schön. Ja, Gunter Martin, mich interessiert mal nochmal das Verhältnis zwischen den sozialen oder entwicklungsgeschichtlichen Tatsachen und den technischen Möglichkeiten. Also wir haben ja dieses eine Bild, sehe ich immer noch, diese lange Rohrleitung, wo die Menschen ganz schnell hin und her befördert werden können. Das ist ja praktisch überholt worden durch unsere Technik. Ja. Und ich erinnere auch an Aldous Huxleys Schöne neue Welt, die Vision, dass da die Hubschrauber vor den Fenstern die Menschen aushorchen und so, das ist ja auch, also, und diese Vision des Hochhauses ist ja keine Spielerei, sondern es ist ja, wir sind ja hier in der Böll-Stiftung, wir wollen ja die Umwelt schonen, und das ist natürlich eine Vision, um den Landverbrauch einzuschränken. Ja, wir haben ja in Berlin jetzt auch wieder die Aktion, also verdichten, obwohl wir vor einigen Jahren hatten, also grüne Höfe und frei, und jetzt geht es wieder zum Verdichten. Das sind ja alles Notwendigkeiten, die von den gesellschaftlichen und sozialen Verhältnissen abhängen, die ja stärker sind und stärker bestimmen, die bestimmen für diese technischen Realisationen als diese Visionen Einzelner. Da würde ich nochmal fragen, wie sehen Sie dieses Verhältnis zwischen beiden, was dann schließlich zum Ergebnis beiträgt, was stärker ist, also diese Vision, diese utopische technische Fantasie oder die gesellschaftlichen realen oder wissenschaftlich-technischen Entwicklungen, die das wirklich dann dieses Konkrete ermöglichen. Vielleicht noch eine Stimme und dann
hier, genau, dann bleiben wir noch im mittleren Segment. Bitteschön. Meine Frage knüpft an die beiden Vorfragenden an, und zwar geht es da um die Verbindung von den technischen Möglichkeiten und den sozialen Visionen. Sie haben die These aufgestellt, dass die technischen Utopien im Prinzip, dass die mehr gibt als die sozialen Utopien. Ich würde behaupten, dass gerade die technischen Utopien oder die technischen Möglichkeiten gerade im Bereich Transhumanismus auch dafür da sind, oder zumindest die Entwickler dieser technischen Ideen auch sagen oder behaupten würden, dass sie einen sozialen Aspekt verfolgen. Also dass sie zum Beispiel sagen, dass sie den Menschen helfen wollen, unsterblich zu werden. Und da wäre meine Frage, wenn die das, oder das, da ist mein Problem, die Ideengeber sind hier eigentlich fern von den Leuten, weil sie gar nicht die Leute befragen, ob sie das überhaupt haben wollen, ob sie das überhaupt haben möchten, unsterblich zu sein. Und zweitens sehe ich das Problem, dass hier auch soziale Spannungen entstehen können, weil die Frage natürlich ist, wer kann sich diese technischen Neuerungen überhaupt leisten? Also ich würde in Gegenposition zu Ihrer These gehen. Vielen Dank, Herr Matzi. Jetzt habe ich drei sehr interessante Beiträge gehört und ich glaube, Sie überschätzen meine Rechnerleistung und mein Gedächtnis bei weitem. Ich fange von hinten an. Ich glaube gar nicht, dass wir einen Widerspruch haben. Also ich sehe es ganz ähnlich. Ich glaube, dass diese soziale Einbindung der Technologie eben erst der Garant dafür ist, dass die Technologie sich auch durchsetzt. Da bin ich eigentlich jetzt sehr optimistisch. Ich glaube nicht, dass es im Augenblick möglich ist, eine Technologie komplett gegen die Menschheit durchzusetzen, zugunsten einiger weniger. Also ich glaube, dass es die Tablette, an der Paul Allen bastelt für die Unsterblichkeit oder wenigstens 200 Jahre erstmal alt zu werden, dass es die so schnell nicht geben wird. Ich glaube, dass wir, solange das politische System nicht durch ein privates System ersetzt wird, dass wir da nichts zu befürchten haben. Und noch sehe ich keine Alternative zur Politik, also zur Herstellung von Gemeinsamkeit. Deswegen, ich glaube schon, dass das private Tüfteleien sind, immer mit der Gefahr behaftet, dass etwas entsteht, der Roboter als Haushaltshilfe, die Pille, was am Ende dann nur einigen wenigen zugutekommt. Aber das gibt es erstens jetzt schon. Es gibt natürlich die Tabletten für wohlhabende Menschen und es gibt die Tabletten in Regionen, die sie eigentlich bräuchten, dort nicht, weil das Gesundheitssystem dort so nicht funktioniert. Also diese Unterschiede gibt es natürlich jetzt schon und die wird es auch in Zukunft geben. Aber ich glaube nicht, dass das nochmals gesteigert wird in einen Bereich, den wir nicht mehr kontrollieren können. Da würde ich das positiver sehen, aber ich sehe auch keinen Widerspruch. Also ich glaube mit Ihnen zusammen, dass wir beides nebeneinander im Auge halten müssen. Also das Technologische funktioniert nicht ohne das Soziale und umgekehrt. Ich sehe nur einfach eine stärkere Strahlkraft jetzt bei den technischen Bildern. Da gibt es Bilder, da gibt es solche Animationen und Renderings und das die soziale, politische Utopie, das sind halt Ideen, das sind Worte, das sind Diskussionen wie heute Abend, das sind Leitartikel, das ist so viel mühseliger und schwieriger zu vermitteln, aber deswegen hört man davon auch weniger, aber es ist die Technik, die sich durchsetzt, ohne getragen zu werden von einer Mehrheit, das sieht man eben, das ist vielleicht das Positive am Wutbürgertum, dass man gerade sieht, die verhindern gerade auch ganz viel, also das ist nicht mehr so, dass man in demokratischen Gemeinwesen nicht Mehrheiten organisieren muss und überzeugen muss von der Idee. Ich glaube nur, wir haben so ein retardierendes Moment, innehalten, erstmal dagegen sein, alle Veränderungen ist schlecht. Und das werden wir aber auch wieder überwinden und dann werden wir vielleicht auch geläutert hervorgehen und ein besseres, konstruktiveres Gemeinwesen haben, wo wir uns vorher besser gemeinsam überlegen, welches Risiko wollen wir eingehen, welche Entwicklung wollen wir bezuschussen, welche wollen wir blockieren, dass es einfach klarer wird,
wo gehen wir hin? Und dann werden wir immer noch Risiken eingehen als Gemeinwesen. So, die zweite Frage war, da habe ich mir jetzt nur gemerkt, das Hochhaus ist nicht nur eine technische Hyperventilation, sondern es ist möglicherweise auch ein ökologischer Faktor. Das ist richtig. Ja, ja, also da gibt es auch eine ganz interessante... Ja, das Hochhaus war erstmal eine ökonomische Frage. Also der Grundpreis in Chicago war teuer. Also hat man überlegt, wenn ich höher baue, dann kann ich den Preis besser ausnutzen. Das war eine reine Geldüberlegung. Aber inzwischen ist es tatsächlich so, also der ökologische Abdruck von Manhattan ist günstiger als der von, welche Vororte gibt es hier so? Kleinmachnow. Wenn die alle mit dem Auto und das noch nicht elektrisch betrieben ist oder wenn es elektrisch betrieben ist, möglicherweise aber von der Kohle abhängig ist. Also das sind schon Überlegungen, die dann dazu führen, dass so eine technoide Vorstellung, Hochhaus hat ja erstmal mit Konstruktion, Baumaterialien, Konstruktionsweisen, Innovation, Erfindung des Aufzugs und so weiter zu tun, dass das auch zu einer ökologischen Verbesserung führt. Absolut, ja. Ja, es gibt ganz viele. Aber da gibt ja, aber ich glaube, da gibt es auch viele Ideen, die nicht nur technoider Natur sind, sondern eben auch der Versuch, uns wieder im Einklang mehr mit der Natur zu hören. Das ist auch für mich kein Widerspruch. Ich glaube auch nicht, dass wir wieder in Lehmhütten hausen können und mit Lendenschürzen herumlaufen. Das wäre für mich keine Zukunftsvorstellung, sondern ich glaube, man braucht auch die Technik, um uns wieder mit unserer umgebenden Natur besser zu versöhnen. Für mich kein Widerspruch, aber für Sie ja eben auch nicht. Danke für den Hinweis. Und das war die schwierigste Frage, wie halte ich es mit der medizinischen Technologie? Es gibt ja... Das eine ist die Angst, dass uns die hochintelligenten und vernetzten Maschinen eigentlich die Arbeitsplätze wegnehmen werden. Ne? Ist nicht von der Hand zu weisen. Ja, da bin ich unsicher. Ich bin, also noch glaube ich, gibt es eine Balance aus Arbeitsplätze werden weggenommen. Zum Beispiel gibt es nicht mehr lange Kulturredakteure, die so Papier bedrucken. Das ist im Moment, also ich komme aus einer Branche im Strukturwandel. Ja. Wir haben also durch die Online-Medien haben wir ein erhebliches Problem mit unserem Verkaufssystem. Papier drucken, also tote Bäume und das dann den Leuten in den Briefkasten stopfen, das ist irgendwie, haben wir gemerkt, nicht mehr so ganz tragfähig für die Zukunft. Mit dem anderen, mit Online, kann man noch kein Geld verdienen, das kann noch keiner im Augenblick. Das macht es schwierig. Also ich sehe, dass da Arbeitsplätze erstmal wegfallen, aber auf der gesamtvolkswirtschaftlichen Bilanz habe ich gehört, aber das müssen Sie mir vielleicht erklären, ich bin kein Volkswirt, habe ich gehört, dass es immer noch in der Balance ist, dass mindestens so viele Arbeitsplätze neu entstehen in neuen Branchen, die eben auch neu erfunden werden. Das heißt, ja, Kohle-Bergwerksarbeiter werden nicht mehr gebraucht, demnächst werden Leute am Bankschalter nicht mehr so gebraucht, aber es werden andere Berufe erfunden. Ja, also das Einzige, was ich als Lektüre anbieten kann, ich habe gelesen, aber das ist halt die eine Expertenmeinung gewesen, dass es im Moment ausgewogen ist, dass es noch nicht so ist, dass mehr Arbeitsplätze verloren gehen, als hinzukommen. Das kann sich aber ändern natürlich, ganz schnell, und dann sitzen wir ohne Arbeit da. Dann haben wir... Ja. Gut, wir können
die Frage ja mal ein bisschen weitergeben. Ich weiß es nicht. Gibt es ja noch mehr Sachverständige im Raum und wir würden jetzt mal nach rechts gehen und zunächst zu dem, also ne, halt erstmal genau Michael und dann, nee, Stefan, hier vorne, genau, und dann Michael. Zu dem Herrn rechts daneben und dann zu Adrian Göhle. Bitte. Dankeschön, Michael Knoll von der Hertie-Stiftung. Zwei ineinander kombinierte Fragen. Die erste Frage beschäftigt sich genau mit dem, was Sie Wutbürger genannt haben und was Sie eigentlich schon 2011 in Ihrem Buch einfach nur dagegen analysiert haben. Wenn ich mir diese Wutbürger anschaue, die Sie damals beschrieben haben, dann würde ich sagen, die sind gegen bestimmte Projekte, aber immer noch systemaffirmativ. Ja? Diese Menschen haben in Anführungszeichen nicht die Bundesrepublik und das politische System und die Demokratie und den Kapitalismus in Frage gestellt. Wenn ich mir jetzt die Bilder anschaue vom 3. Oktober in Dresden, da würde ich sagen, diese Wutbürger haben schon eine neue Qualität gewonnen. Ja? Die sind schon gegen das System gerichtet, gegen vielerlei Systeme, die unser Leben prägen, wie das wirtschaftliche System, in dem wir arbeiten, Geld verdienen, umverteilen, aber auch gegen dieses demokratische System. Also, was waren der Beschleuniger in diesen 5 Jahren, in nur diesen 5 Jahren, seitdem Sie dieses Buch geschrieben haben und was wir jetzt vor einer Woche erlebt haben? Die andere Frage, die eben auch Demokratie, demokratisches Zusammenleben, auch die Art und Weise, wie wir Geld verdienen, umverteilen und neu generieren wollen, nämlich die mit dem Thema Digitalisierung zu tun haben. Die Menschen, die Sie vorhin genannt haben, als die neuen visionäre Utopisten, die haben ja schon eine ganz bestimmte Erfahrung gemacht, nämlich dass sie mit Disruption erstens sehr viel Geld verdienen können und zweitens, dass Disruption eigentlich was Schönes ist, was die Welt positiv verändern kann. Ja, das ist so dieses Mindset, an die jetzt auch an Probleme rangehen. Also wie so ein Bill Gates, der sagt, ich habe ein Betriebssystem geschaffen, das die Welt verändert hat, deshalb kriege ich auch diese ganzen Krankheiten von dieser Welt ausgerottet. Ja, oder vielleicht wird die Erde keine 5 Milliarden Jahre mehr halten, deshalb brauchen wir jetzt schon die Alternative auf dem Mars, das natürlich schon ganz seltsame Blüten treibt, wie ein Freund, der ein Unternehmer ist, den Geothermien macht, auf Geldsammelreise in den USA war und die erste Frage, die er gestellt bekommt, funktioniert das auf dem Mars? Ja? Also wir sind in einem ganz anderen utopischen Denken schon drin, aber eigentlich beides unterminiert eigentlich die Grundlagen unseres Zusammenlebens. Und warum gab es genau diese Beschleunigung in diesem letzten Jahrzehnt oder vielleicht noch sogar kürzer? Vielen Dank. Michael, du kannst gerade, genau. Nee, ich dachte, Sie hätten sich gemeldet. Nee, dann Adrian. Schade, dass Sie eigentlich erst im Schlusssatz gesagt haben, aber eigentlich müsste es jetzt noch um die sozialen Utopien gehen oder um die sozialen Visionen. Das ist echt schade, dass da so wenig bei rumgekommen sind, weil das, was Sie erzählt haben, sind für mich eigentlich vor allen Dingen ungebrochene Männerfantasien, würde ich sagen. Und am stärksten ist mir das klar geworden an dem Beispiel, was Sie gebracht haben, als Sie sagten, ja, der Niederbayer, der eben dort in seinem Niederbayern keine Arbeit mehr findet und jetzt halt, wenn der so einen schicken Transport hätte, der ihn nach München bringt. Das verstehe ich aus vielerlei Hinsicht nicht. Also erstens stimmt es sicher nicht, dass die Arbeit 4.0 so viele Arbeitsplätze wieder generiert, wie sie verloren sind. Also ich würde mal sagen, jemand wie dieser Schwab von Davos, von dem Weltwirtschaftsgipfel, ist ja kein Linker und auch wahrscheinlich kein Anti-Utopist oder so, wenn der sagt, die Hälfte aller Arbeitsplätze fallen weg, dann ist das nichts, wo man sagt, ach so, ja, klar, dann können wir das mit einer anderen Technologie ersetzen. Man könnte es sehr wohl, weil wir haben schon noch ein Problem, wir haben 96 Milliarden Arbeitsstunden, die nicht bezahlt werden und 56
Milliarden Arbeitsstunden, die bezahlt werden. Also da können wir noch umverteilen. Das wird aber vermutlich nicht mit der mit technischen Möglichkeiten zu tun haben, sondern da geht es, wie wir in aller Regel wissen, um die Arbeit von Frauen und die Arbeit am Menschen. Also es gibt eine soziale Vision, die auch nicht vor allen Dingen neue Chips braucht und die auch viele Bilder und viele Erzählungen zum Beispiel ermöglicht. Das ist schon eine sehr alte. Sie haben ein bisschen geringschätzig über Thomas Morris gesprochen. Ich finde, dass seine Vorläuferideen zum Grundeinkommen schon eine ziemlich coole Sache waren. Das, finde ich, ist eine sehr starke soziale Utopie darüber oder eine soziale Vision. Ich würde eher sagen, es ist vielleicht sogar eine Heterotopie, weil ich mit dem Wort Utopos mittlerweile ein bisschen Schwierigkeiten habe. Ich glaube, dass der Foucault'sche heterotopische Gedanke ist vielleicht ein bisschen näher. Das ist der Komplex um die Arbeit und um die Visionen, die es dazu gibt. Und dann würde ich gerne noch was zu Stuttgart sagen. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir uns noch mal erinnern, dass der ganze Bohai deswegen gemacht worden ist. Zunächst mal, weil es, glaube ich, 15 Minuten Einsparungen geben sollte. Also das Verhältnis von Geld und von Zeitersparnis, das müsste man, glaube ich, noch mal sich angucken. Dass drumherum lauter kapitalistische Interessen waren, ist auch klar. Aber das war ja der Punkt. Und das ist nicht einfach nur, wir versagen uns einer technischen Möglichkeit, sondern wir fragen nach dem Sinn. Damit ich nicht überfordert werde, ich versuche es jetzt so, wie ich es mir gemerkt habe, Stuttgart, Niederbayern, Bill Gates, 3. Oktober. Fangen wir mit Stuttgart an. Sie haben in allem recht, aber auch nur teilweise. Also Stuttgart war nicht nur die Idee, Fahrzeit zu verkürzen. Also es wird ja oft verwendet, ja, um diese paar Minuten, um da schneller irgendwie in der Schwäbischen Alb zu sein. Absurd, ja, jetzt 10 Milliarden oder was das am Ende kosten wird. Das ist, hat natürlich immer eine Qualität des Lächerlichen. Aber die Geschichte der Beförderung ist nun mal die Geschichte lächerlichster Zeitgewinne. Natürlich hat man irgendwie vom Einrad zum Rennrad immer wieder um Bruchteile von Sekunden gekämpft oder um Zentimeter mehr Reichweite. Das ist ganz normal in der technischen Evolution, dass man in so kleinen Schritten versucht, vorwärts zu kommen. Goethe ist irgendwie in 3 Tagen über die Alpen und später ging es ein bisschen schneller, aber die Entwicklung dorthin hat sich in kleinen Schritten vollzogen. Wenn Sie da sagen, jeder dieser Schritte ist lächerlich, dann sitzen wir wieder in unseren Steinzeittälern und treffen außer unserem Clan niemanden. Davor würde ich warnen. Das andere, Niederbayern, also generell ist es so, kein Niederbayer will nach München, das müssen Sie wissen. Ich als Niederbayer weiß das ganz genau. Aber trotzdem glaube ich schon, ich wollte das nur als Beispiel nehmen, dass der Hyperloop erstmal etwas ist, sieht schick aus, ist mir übrigens wurscht, bringt aber sozusagen möglicherweise ganz viele Menschen in ganz kurzer Zeit über ganz große Entfernungen. Wenn das so wäre, also angenehm ökologisch neutral, bringt man Menschen zu ihren Arbeitsplätzen, ohne dass die da leben müssten. Dann haben wir die Hälfte unseres Wohnproblems schon mal nicht mehr. Das wäre für mich absolut interessant. Warum ist das für Sie uninteressant? Ja, im Moment gibt es die noch. Also im Moment ziehen jedes Jahr 30.000 Menschen neu nach München, weil es dort immer noch eine Jobmaschine gibt. Also im Moment, da haben Sie jetzt für mich eine Dystopie. Sie sehen also schon, dass es keine Arbeitsplätze mehr gibt. Im Moment sehen wir eine Arbeitsplatzkonzentration auf Ballungszentren, weg aus dem ländlichen Raum, auch ein Problem. Aber wir sehen also diesen gigantischen Schwund, sehe ich noch nicht, aber Sie sehen es und ich nehme Sie da auch ganz ernst, dann haben wir ein Problem. Ich weiß es aber nicht.
Ich springe jetzt zum 3. Oktober. Das macht mir tatsächlich Angst, als ich das Buch über die Wutbürger geschrieben habe. Übrigens, Thomas Morus habe ich nicht abfällig erwähnen wollen. Da haben Sie mich missverstanden. Ich habe damit gerade geschlossen, dass sozusagen diese Sozialutopie, die ich aber in den Details nicht teile, Sie auch nicht, wenn Sie es gelesen haben, da wollen Sie nicht, dass Frauen beschränkt werden in ihren Rechten, was aber in dem Buch so drinsteht. Aber trotzdem brauchen wir Sozialutopien, das ist klar, nur ich sehe sie im Moment nicht. Der 3. Oktober hat mich total erschreckt, weil ich nämlich das Gefühl hatte, nachdem ich das Buch über den Wutbürger geschrieben habe, in der Entwicklung, wir hatten sehr viel, bei ganz vielen Projekten immer mehr Partizipation, es wird mehr erklärt. Es gibt ein sehr schönes Beispiel für den Brenner-Basistunnel oder auch Gotthard-Basistunnel. Der ist ja ein Meisterwerk, der längste Tunnel der Welt, der tiefste Tunnel der Welt, von zwei Seiten gegraben, auf den Millimeter getroffen und alles zur Begeisterung der Schweizer Bevölkerung. Die haben da nicht gesagt, furchtbar und Technikverdrossenheit, sondern die haben sich da gefeiert als Nation. Aber warum? Weil die Schweiz eben ein ausgeprägtes Demokratieverständnis hat für solche Projekte, ganz viel im Vorfeld macht. Jetzt beim Brenner-Basistunnel wird es genauso. Auf der österreichischen Seite ist das schon seit Jahren wird kommuniziert und werden Konsens über Möglichkeiten, über Alternativen hergestellt, wird über Finanzen gesprochen. Auf der bayerischen Seite ist das nicht passiert. Jetzt entwickelt sich der Widerstand, wo auf der bayerischen Seite? Es ist ja ganz logisch, wenn man die Leute da nicht mitnimmt und einbindet, dann hat man sie am Ende gegen ein Projekt, weil sie eben auch nicht so viel wissen über das Projekt. Deswegen glaubte ich, wir haben den Wutbürger eigentlich schon überwunden und pam, ist er wieder da, eben in einer anderen Gestalt, eben als der Pöbler, der tatsächlich nicht mehr innerhalb des Systems denkt. Also ich glaube, dass die Stuttgart 21 Gegner, also da gab es mal einen, der hat mir dann so 21 Leitsordner geschickt mit technischen Details von Kurvengradienten und so weiter. Es mussten 21 sein. Der Pförtner hat angerufen und gesagt, ich soll endlich diese Ordner abholen hier, was das soll. Das sind ja alles Leute, die gesagt haben, es gibt bessere Möglichkeiten. Und das finde ich, Demokratie ist sozusagen ein Abwägen von Ideen mit dem Ziel, innerhalb eines Systems, das man vereinbart hat, zur besten aller Welten zu kommen, zur besten aller Lösung. Deswegen empfinde ich diese Kraft ja auch positiv. Aber 3. Oktober, das ist eben außerhalb unseres Systems. Das zielt tatsächlich, wenn man einige dieser Wortlautungen ernst nimmt, auf ein neues System oder vielleicht ein altes System. Hatten wir ja auch schon mal unsere Erfahrungen damit in Deutschland. Das macht mir auch Angst, weil man die nicht mehr zu greifen kriegt. Ich sehe da nur ein verbindendes Element. Das ist da nicht Technikverdrossenheit, sondern das ist ein Hass auf Eliten. Das ist sozusagen ein Hass auf Gestaltung, auf Medien, Politik, Wirtschaft, alles zusammen wollen die abschaffen. Und das entzündet sich jetzt an der Flüchtlingspolitik. Es hätte sich auch an allem anderen entzünden können. Ich war heute so heilfroh, als ich gehört habe, dass ein Syrer den anderen Syrer gefesselt hat. Das ist, glaube ich, sehr wichtig sozusagen, wie das wieder dann die mediale Erzählung ist. Wäre das jetzt nur wieder ein Syrer gewesen, der irgendeinen Bombenanschlag vorbereitet, hätten wir schon wieder den Stimmanteil der AfD, können sie direkt 5% drauflegen bei der nächsten Wahl. Deswegen ist die in der IS, angeblich sagen mir die IS-Experten, ist das ja, wird das gezielt so gemacht, weil die genau unsere politische Diskussion kennen und sagen, da müssen wir immer wieder hineingehen, die müssen wir einfach gegeneinander aufhetzen. Je mehr Deutsche am Ende gegen Syrer sind, desto eher erreicht der IS ja sein Ziel. Also da habe ich überhaupt keine Lösung, da stehe ich immer noch voller Erschrecken vor diesem Phänomen. Ich glaube, es ist der gemeinsame Feind sind da als Eliten empfundene Bevölkerungsteile. Und vielleicht muss man eben aufpassen und darf sich nicht zu weit entfernen und sich selbst zu elitär nennen. Andererseits bin ich auch nicht sicher, jetzt haben wir als politische Losung, ja, man muss sie ins Boot holen, man muss ganz viel mit ihnen sprechen. Manchmal ist mir gefühlsmäßig danach das zu tun, was Sigmar Gabriel gemacht hat, was natürlich prompt falsch war, einfach zu sagen, das ist Pack. Damit hat man denen natürlich auch wieder Stimmen geschenkt, aber manchmal ist einem gefühlsmäßig das näher. Aber ich bin komplett ratlos, wie Sie sehen. Und dann hatten Sie noch eine Frage, da hatte ich mehr zu sagen. Das war, ob die Silicon Valley Menschen
Bill Gates, lustigerweise, ist der Einzige, der nicht damit spielt gerade, alle anderen aber schon. Der versucht es im Moment eigentlich auf die klassische Art mit Geld zu machen. Ein Teil seines Geldes gibt er dann wirklich für Kampf gegen Malaria etc. aus. Die sind unterwegs in eine andere Welt. Das ist natürlich auch die Allmacht des Geldes, das die zur Verfügung haben, das die dazu verführt. Und dass die sich dann noch sozusagen an demokratische Gepflogenheiten am Ende halten, oder das weiß ich eben auch nicht. Deswegen sage ich ja, bei allem positiven Utopismus, den die ausstrahlen, ist es mit Vorsicht zu genießen. Also ich sehe das, ich würde das unterstützen, wenn es sich verbindet mit einer Sozialutopie, wenn es nur ein Ausprobieren ist, wie kommen wir zum Mars, schaffe ich das und die NASA schafft es nicht. Das ist ja auch so natürlich der Stolz des Privaten gegen das Öffentliche. Dann würde ich sagen, da ist Misstrauen, aber wir sind die Öffentlichkeit, also wir sind nach wie vor da, ganz werden wir nicht abgeschafft werden. Also 50-50. Meine Damen und Herren, auch wenn jetzt weitere Hände hochgeht, wir sind leider schon am Ende dieses Abends. Aber auch nur dieses Abends. Wir setzen die Diskussion natürlich fort. Die nächste Ausgabe der Reihe kommt. Ja? Achso. Gut. Wenn Sie sich, wenn es Ihr Wunsch ist, dann komme ich dem nach. Nö, so ein bisschen Anarchie ist ja in Ordnung. Es wird vom Publikum, mir sehr geschätzt, wenn man nicht so wahnsinnig überzieht, weil irgendwann... Aber ich war schuld, ich habe zu lange geredet. Ich mache ganz kurze Antwort. So, das wollte ich damit nicht sagen. Bitte, dann folgen wir dem. Ja, mein Name ist Aaron Schrager von Pure Sports. Wir haben auch noch den tragenden Namen Projekt 42. Wir beschäftigen uns mit der Digitalisierung der Streitkultur. Hat was zu tun mit lernfähiger Software. Das ist also böse KI. Das heißt, wir arbeiten auch durchaus an sozialen Utopien. Es geht darum, die Menschen wieder dazu zu bringen, miteinander zu sprechen, aber über die digitalen Medien, sodass sich da ein Dialog ganz natürlich ergeben kann. Da arbeitet durchaus ein größeres Team von Entwicklern dran. Es gibt eine sogenannte Open-AI, also Open-Künstliche Intelligenz-Bewegung, wird auch mit von Elon Musk unterstützt. Der streut natürlich sehr breit. Also ich wollte nur sagen, die kleineren Projekte, die manchmal nicht so spektakulär sind, wir brauchen jetzt keine riesen Hochhäuser, wir haben auch keine Vision, wie ich jetzt sagen könnte, wenn wir so etwas entwickeln, wird alles gut werden, das nicht. Aber so ein kleiner Baustein, wie zu sagen, okay, wir setzen alles dran, wie gesagt, die Streitkultur, die Grundlagen der Demokratie und ethische Werte zu digitalisieren und mit einzubringen in den digitalen Fluss, davon gibt es eine Menge mehr Projekte. Und wir haben heute so viel von diesen spektakulären Sachen gesprochen, aber man kann schon mal drüber nachdenken, es gibt auch andere Projekte und da arbeiten viele Leute aus unterschiedlichen Ländern und ganz unterschiedlichen Alter dran. Das war's. Danke. Vielen Dank. Das klang so interessant, dass ich sagen würde, wir nehmen das mal mit für eine weitere Ausgabe. Da müssten wir uns gleich nochmal verständigen, aber das in der Tat, das ist ein vielfältiges Feld. Herr Matze kommt sicher auch mal wieder bei uns vorbei, aber jetzt haben wir ihm erstmal zu danken für heute Abend. Herzlichen Dank.